Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Easy German. Wir sind wieder in Berlin und bei uns ist Lance. Wie erinnert euch wahrscheinlich an Lance? Er war schon mal vor kurzem bei uns. Lance, was fragst du heute die Menschen auf der Straße? Ich frage, was bedeutet Kunst für sie persönlich? Wow, und warum stellst du diese Frage, Lance? Weil ich Kunst studiert habe und weil es ein Herzensthema von mir ist. Ein Herzensthema von dir, Lance. Dann habe ich ja direkt mal eine Frage an dich. Was ist denn Kunst für dich? Was bedeutet es für dich? Gute Frage. Kunst für mich ist eine Interpretation der Erfahrung. Oha! Oha. Das heißt, das wird heute auch vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage. Ja, wir sind gespannt. Ihr geht jetzt zur Museumsinsel. Hier ist dein Mikrofon. Dankeschön. Los geht's. Aber eine kurze Frage. Was bedeutet Kunst für Sie? Oh je, Freiheit schon in irgendeiner Form. Kunst? Das ist keine kurze Frage. Das ist eine lange Antwort. Also für mich, Kunst ist alles, glaube ich. Überall kann man so Kunst sehen oder hören, wenn man das will. Kunst kann ich so nicht definieren, weil Kunst ist ja alles, was nichts mit nützlichen Dingen zu tun hat. Kunst bedeutet für mich Leben, Alltag, Besonderes, ganz, ganz viel. Ausdruck einer Verfassung oder einer Stimmung oder irgendeiner schwer auszudrückenden Sache auf besondere Art und Weise. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Kunst für mich bedeutet, dass man seine praktisch kreative Art zur Geltung bringt. Es ist lustig, dass die Frage jetzt kommt, weil wir hier vorne im Museum sitzen. Wir sitzen hier nur in der Sonne. Heute waren wir nicht im Museum. Was bedeutet Kunst für mich persönlich? Was Schönes, was ich mir anschauen kann und mich dran erfreuen kann. Das ist für mich Kunst. Irgendwas, was im Gedächtnis zurückbleibt und eine Spur hinterlässt. Das ist für mich Kunst. Kunst ist im besten Sinne das, was nicht natürlich ist, was der Mensch sich schafft. Ja, weil er mit der Natur nicht zufrieden ist. Also es reicht ihm nicht, so würde ich sagen. Und da schafft er ein Kunstwerk. Das wäre das eine, um was Schönes zu schaffen. Manche Leute, um was auszudrücken. Ja, aber ich finde diese Abgrenzung von sozusagen Natur und Kunst, ich denke, das sind die ganz fundamentalen zwei Dinge im Leben. Das eine ist Mitmensch, das andere ohne Mensch. Die Kunst ist Mitmensch. Aber Dogmatiker, auch in der Kunst, lehne ich total ab. Eine Bereicherung für das Leben. Deswegen waren wir heute im Museum. In der Musik, Beethoven an erster Stelle, Verdi. Bach, nö, das ist mir zu schwer. Oder vielleicht auch zu sehr kirchlich schon wieder. Das ist nicht, die ganze kirchliche Geschichte ist nicht mein Ding, sag ich mal ganz einfach. Können Sie für uns etwas empfehlen, hier in Berlin oder in Deutschland zu sehen? Jetzt in Richtung Kunst oder allgemein? Kunst oder? Ja. Also ich bin da leider nicht so bewandert. Also ich gehe fast jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, ins Historische Museum. Empfehlen? Also in Berlin auf jeden Fall das Deutsche Historische Museum. Das ist, finde ich, ein ganz großartiges. Und den Hamburger Bahnhof mag ich auch gerne. Was kann ich empfehlen? Naja, also es fällt mir jetzt schwer, irgendeinen literarischen Schinken zu empfehlen oder sowas, aber ich kann auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, sich einfach mal auszuprobieren, selber anfangen zu malen, selber auf der Bühne zu stehen und sich einfach irgendwie auszudrücken und festzustellen, dass Kunst für einen selber was ganz Schönes und Bedeutsames sein kann. Berlin ist sehr abwechslungsreich, also an jeder Ecke findet man irgendwie Kunst. Wir waren im Pergamon-Museum. Besonders spektakulär ist dort ja das Ishtar-Tor. Gerade haben wir drüber gesprochen, ich werde im Sommer nach Paris gehen. Und wir sprachen drüber, dass das Museum ein toller Aufenthaltsort ist. Und ich erzählte von Schnurre, diesem Schriftsteller, der eine sehr schöne Novellensammlung geschrieben hat, als Vaters Bart noch rot war. Und darin beschreibt der Protagonist, der ich erzähle, wie er eben der Vater arbeitslos, eigentlich im Naturkundemuseum angestellt als Aufsicht,
mit ihm immer im Winter ins Museum gegangen ist, um sich aufzuwärmen. Sie hatten kein Geld nirgends und es war kalt zu Hause. Und das ist sehr anrührend. Und ja, Museum ist also ein Aufenthaltsort, ein Lebensraum für mich. Berlin hat da ja ganz viel zu bieten an Museen. Wir haben auch so einen Museumspass, mit dem wir ein Jahr lang dann kostenlos in jedes staatliche Museum gehen können. Und das tun wir auch relativ häufig. Ja, Lenz ist zurück. Lenz, ihr wart hier heute an einem besonderen Ort. Wo wart ihr? Wir waren auf der Museuminsel hier in Berlin. Es war sehr schön. Die Museumsinsel ist ein besonderer Ort. Es ist eine kleine Insel in der Spree. Ja. Und dort gibt es besonders viele Museen. Gab es eine spannende Antwort? Eine kurze Antwort, aber sehr schön, war: Kunst ist Freiheit. Auch sehr cool. Kann man unterschreiben, ja? Kann man zustimmen. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuschauer? Ja, ich habe eine Karte. Einen Moment. Das ist sehr wichtig. Nur 25 Euro und man kann diese Karte kaufen. Und Jahreskarte der Staatlichen Museen zu Berlin. Ah, zeig mal hier. Für Lenz. Wenn ihr diese Karte habt, also das machst du oft, ins Museum gehen? Ja, man kann für ein ganzes Jahr alle staatlichen Museen sehen. Sehr guter Tipp, wenn ihr in Berlin seid und vielleicht hier wohnt. Ja, liebe Zuschauer, das war schon für die Episode heute. Danke, Lenz. Ihr habt gelernt, was Leute, wie Leute Kunst empfinden. Wenn ihr Lust habt auf mehr Easy German, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Hier unten seht ihr Easy German abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, unser Projekt zu unterstützen und auch extra Outtakes und Extras zu bekommen, zum Beispiel von den Fragen, die Lenz heute auf der Straße gestellt hat, dann werdet Mitglied bei uns bei Patreon. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, du kommst nochmal wieder, Lenz. Bitte? Wir hoffen, du kommst nochmal wieder. Ah ja, ich freue mich auch. Ciao. Ciao.